Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in unserem wunderschönen, gemütlichen und beleuchteten Bus. Heute wird mal wieder weitergebaut und zwar geht es um dieses Loch hier oben. Wir haben den Sprinter, der hier so eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein abgehangenes Dach im Fahrerhaus hat. Das ist richtig cool, weil hier oben ist super viel Stauraum, aber wir wollen da natürlich nicht nur so ein Loch haben, sondern wollen da einen schönen Oberschrank haben und dafür bauen wir heute eine schöne Verkleidung und eine Klappe. Ich hoffe, das wird nicht ein zu großes und zeitfressendes Projekt. Und jetzt fangen wir einfach mal an und schauen, wie das Ganze so wird. Also wenn man beim Busausbau eine Sache lernt, dann ist es, Holzplatten in krumme und schiefe Ecken einzupassen. Ich habe jetzt die Platte hier unten festgespannt, ganz gerade, und jetzt kann ich quasi die ganze Kontur vom Fahrzeug abzeichnen, ausschneiden und vielleicht passt die Platte dann relativ schnell in dieses Eck da rein. So, der Schnitt ist gemacht und ich bin sehr gespannt, ob es jetzt schon passt. Macht mal Videostopp und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass ich das da jetzt First Try reinbekomme oder nicht. Ich glaube nicht, dass es passt. Es passt nämlich eigentlich nie beim ersten Mal. Aber das zu krass wäre, wenn dieses komplizierte Ding da jetzt passen würde. Will ich mal wissen, was ihr meint. Und wir probieren jetzt mal, was die Wahrheit ist oder was der Bus sagt, ob er es haben will oder lieber doch nicht. War ja eigentlich klar, oder? Aha. So, zweiter Versuch und das Teil passt. Keep crashing in my thoughts. When the time's right, we're gonna get all that's good. When the time's right, oh, when the time's right. In dem Paket sind unsere Möbelschlösser drin von Everlock, die habt ihr ja schon mal gesehen. Und so eins will ich auch oben dran machen. Und die haben wir bis jetzt erst einmal verbaut, beziehungsweise wir haben jetzt bis jetzt erst ein Schloss verbaut und ich habe mich riesig gefreut, das Paket aufzumachen, weil das bedeutet, es geht langsam an die Möbel, die kommen auch in die Küche und überall hin. Wenn ihr auch Lust auf so ein Schloss habt, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da ist noch ein kleiner Rabattcode für euch. Und jetzt schaue ich mal, ob das da oben passt, dass ich das da irgendwie clever angebracht bekomme. Yeah.
Falls ihr euch wundert, warum ich da jetzt so eine Aufdopplung unter das Schloss gemacht habe, das muss eigentlich nicht sein. Ich will aber den Karosserierahmen quasi als Gegenstück zum Schloss nutzen. Und jetzt baue ich das mal wieder ein und hoffe, das passt auch. So, das Ganze hat jetzt zwar noch nicht hundertprozentig gepasst, aber den Feinschliff bzw. alle Schrauben mache ich erst rein, wenn das komplett fertig ist. Und deswegen wird es jetzt einmal verputzt und lackiert und dann schraube ich es final rein, in der Hoffnung, dass es dann auch wirklich passt. Unser kleiner, aber feiner Oberschrank über dem Fahrerhaus ist fertig, sieht relativ unscheinbar aus, ist auch eigentlich wirklich eine einfache Konstruktion, aber da hier beim Bus wieder alles krumm und schief ist, war es doch nicht ganz so easy. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das Teil drin ist und es bietet wirklich wahnsinnig viel Stauraum. Also der Stauraum da oben ist wirklich nicht zu unterschätzen, da passt mehr rein, als man denkt. Ich glaube, wir werden da immer Bettwäsche oder sowas reinstopfen, dafür eignet sich das wirklich sehr gut. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht, auch wenn es dieses Mal wirklich nur ein kleines Projekt war. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele von euch da oben auch dieses Fach haben und vielleicht nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen. Und jetzt wisst ihr zumindest mal, wie ihr das zubekommt. Lasst ein Like für das Video da, lasst ein Kanal-Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. So, bei mir ist natürlich noch kein Feierabend, aber ihr dachtet es zumindest.